Also in der klassischen Philosophie ist der Begriff Paternalismus absolut etabliert. Das steht so für die Idee eines treusorgenden Familienvaters, ist halt der Pater immer gewesen seiner Zeit, der seine Kinder bevormundet, um seine Kinder aber vor sich selbst zu beschützen, damit die nicht, weil sie es nicht besser wissen, sich irgendwas Negatives antun. Alkohol trinken, Drogen nehmen, nicht zur Schule gehen, solche Dinge. Also Paternalismus generell ist immer eine von einem Pater induzierte Bevormundung, die aber zumindest gut gemeint ist. Ja, also es ist in der Absicht, dem Bevormundeten etwas Gutes zu tun. Das ist so der klassische Paternalismus. Im Technologie-Paternalismus ist es analog. Ja, das sehen wir also heute auch in unheimlich vielen Facetten, dass also Technologie uns Anregungen gibt, was wir tun sollen, möglicherweise auch sehr nachdrückliche Warnungen gibt, dass das jetzt aber wirklich nicht gut ist, was wir tun, oder uns möglicherweise einfach bestimmte Handlungsoptionen vollkommen abschneidet. Und das auch wieder mit der zumindest behaupteten Intention, uns aber ja was Gutes zu tun. Stellen Sie sich vor, Sie fahren Auto und schneiden sich nicht an. Modernes Auto, was macht das heute, wenn man sich nicht anschnallt? Es piept und es piept und es piept und es hört nicht auf zu piepen. Ja, das Ganze natürlich mit der zumindest behaupteten, aber durchaus auch irgendwie nachvollziehbaren Intention. Ich will also demjenigen Fahrer einfach etwas Gutes zu tun, denjenigen Fahrer daran zu hindern, sich selbst irgendwie zu schädigen, einem unnötig großen Risiko auszusetzen, nämlich nicht angeschnallt zu fahren. Die Grenzen zwischen so einer freundlichen Erinnerung, einer mit Nachdruck vorgetragenen Erinnerung und einer echten Bevormundung sind dabei natürlich fließend. Also ich kann in diesem Auto natürlich weiterfahren und es piept und es piept, aber irgendwann schnallt man sich dann eben doch an. Das ist so das Konzept des Technologiepaternalismus, das lässt sich noch viel, viel weiterführen. Es gibt mittlerweile Systeme, auch um ein weiteres Autobeispiel zu bringen, bei denen ich, bevor ich so ein Auto starte, in so einen Alkoholtester blasen muss. Ja, und wenn dann der Alkoholwert zu hoch ist, dann startet das Auto ganz einfach nicht. Das kann unter bestimmten Umständen, kann sowas irgendwie einfach total einleuchtend sein. Es kann aber auch zu Problemen führen. Und diese Probleme rühren ganz oft daher, dass Technologie eben ganz oft die Eigenschaft hat, auf eine absolute Art und Weise Verhalten zu beeinflussen. Technologie funktioniert ganz oft so in 0-1, Ja-Nein-Mechanismen, während so traditionelle, wir sagen dann Institutionen, also Mechanismen, die menschliches Verhalten beeinflussen und ordnen und ein Zusammenleben überhaupt erst möglich machen, also klassische Institutionen, Recht, soziale Normen, sehen auch immer, also die ermöglichen es mir zumindest immer, auch mich entgegen der Regel zu verhalten, also einen Normenübertritt, einen Regelübertritt einfach zu tätigen. Und unter bestimmten Voraussetzungen ist dieser Regelübertritt dann auch akzeptiert. Ja? Ich kann mir ganz, ganz viele Situationen vorstellen, in denen es sowohl gesellschaftlich als auch rechtlich aufgrund einer Ausnahmesituation, ein Notfall, wie auch immer, keine Frage ist, dass es akzeptiert ist, mit einem Alkoholpegel von 0,9 oder so, trotzdem in das Auto zu fahren, ins Auto zu steigen und jemanden irgendwie ins Krankenhaus zu bringen. Und da irgendwie einen technologischen Paternalismus, einen technologischen Regelmechanismus zu haben, der absolut ist, birgt dann gewisse Risiken. Das ist so das, worauf wir mit dem Konzept Technologie-Paternalismus aufmerksam gemacht haben und fordern oder haben also nahegelegt, dass gerade so technologische Regulierungsmechanismen immer die Möglichkeit vorsehen sollen, dass man sie überschreibt. Ein weiterer Punkt ist beim Technologiepaternalismus, der gern übersehen wird, ist, dass ja nicht die Technologie selbst diese Regeln irgendwie aufstellt, sondern es sind ja immer irgendwelche Menschen, die, üblicherweise sind es dann eben Ingenieure, die solche eigentlich wohlgemeinten Regeln, Hinweise und so weiter, wollen sie denn wirklich,
in Technologie einbauen. Und das führt spätestens dann zu einer Vielzahl von Konflikten, wenn es dann irgendwie Kulturgrenzen überschreitend auf einmal Technologie aus einem Kulturkreis in einem anderen Kulturkreis zum Einsatz kommen soll und so. Also da sind unheimlich viele Konfliktfelder absehbar, wo man sich dann eben die Frage stellen kann, wie autonom ist mein Handeln jetzt noch? Da allein an alles, was im Moment aus der vor 2-3 Jahren noch so belächelten Quantified Self-Bewegung, was da im Moment einfach passiert. Wir sind mal auf der Straße, gerade in so Berliner Gegend. Also gucken Sie einfach mal rum, wie viele Menschen mit so einem Aktivitätstracking-Armband rumlaufen. Wie viele Menschen irgendwie, wenn sie im Park laufen gehen, das Ganze immer aufzeichnen, um sich irgendwelche Statistiken anzugucken. Dann gibt es gerade große Gerüchte und Ankündigungen in Bezug auf irgendwelche Smartwatches, die auch Vitaldaten erfassen, in unterschiedlichster Art und Weise. Das geht bis zu irgendwie einem Blutzuckermonitoring, worüber da zumindest schon gesprochen wird. Google hat gerade diese blutzuckermessende Kontaktlinse irgendwie vorgestellt, zumindest als einen Prototypen. Ja? Also alles, was so in Bezug auf Vitaldaten, Quantified Self und so passiert, wenn man sich jetzt vorstellt, das landet alles in irgendwelchen Cloud-basierten Diensten in Zukunft, denn das ist es, was irgendwie die Cloud neben so einer Anwendungsperspektive irgendwie ausmacht, dass Dienste irgendwie leicht miteinander verknüpft werden können, dass sie dazu gemacht sind, in einer durchgecodeten Nacht miteinander verknüpft zu werden und auf Ideen zu kommen, auf die vorher keiner gekommen ist. Und wenn man sich dann vorstellt, dass all das auf irgendwelche Arten und Weisen miteinander integriert wird und mir dann irgendwann mein Telefon nahelegt, heute Abend doch bitte nicht schon wieder ein Steak zu essen oder so, weil es tut mir einfach nicht gut, weil mein Cholesterinspiegel irgendwie zu hoch ist oder doch bitte irgendwie die 5 Tüten Chips von meiner Einkaufsliste zu streichen, weil es ist langsam mal gut oder so. Also da kann man sich so viele Dinge vorstellen, die dann auf einmal aufploppen, ohne dass sie irgendwie auch intendiert gewesen wären und die vielleicht auch gut gemeint sind. Ja, schon heute erinnert so eine typische Jogging-Applikation auf dem Handy, sagt dann irgendwann, letzte Woche bist du 2-mal gelaufen, super, nächste Woche schaffst du 3-mal. Nun kann man sagen, das wäre irgendwie ganz super begrüßenswert, weil wir dann alle gesünder leben und irgendwie länger leben und so. Das kann aber auch irgendwie Auswirkungen haben, die einfach nicht schön und vor allen Dingen nicht richtig sind. Weil ich glaube, dass es auch ein gesellschaftlicher Wert ist, dass Menschen sich eben auch mal unvernünftig verhalten. Ja, davon können wir als Gesellschaft sehr viel lernen. Wenn wir dann auf einmal mit so Settings konfrontiert werden, die ich gar nicht mal mehr Systeme nennen mag, weil ein System immer irgendwas Geplantes und irgendwie Abgeschlossenes hat. Wenn wir dann auf einmal mit Settings zu tun haben, in denen Datenverknüpfungen so passieren und keiner kann mehr, weil es alles viel zu komplex und viel zu viele Interrelationen zwischen verschiedenen Layern und so weiter da sind, wenn wir also mit so ganz komplexen Settings zu tun haben, dann kann es unter Umständen einfach problematisch werden, überhaupt nochmal rauszukriegen, was denn da jetzt eigentlich passiert ist oder warum jetzt irgendwie eine Empfehlung, wo die jetzt eigentlich herkommt, die ploppt dann hoch und wir können unter Umständen gar nicht mehr nachvollziehen, warum das so ist. Bei Big Data ist das ja auch so die Idee, wir müssen nicht mehr irgendwie Kausalketten bauen, sondern wir erkennen nur noch Zusammenhänge und es interessiert uns dann auch gar nicht mehr, warum jemand irgendwie ein bestimmtes Buch irgendwie empfohlen gekriegt hat. Und dann muss man irgendwann sich auch die Frage stellen, wie will man sowas eigentlich noch kontrollieren? Ich denke schon, dass es
sich für viele Menschen so anfühlt. Ich glaube nicht, dass diese Vorsicht oder diese Kritik oder diese Ängste so weit verbreitet sind, weil viele Menschen einfach ihre Dropbox nutzen, ihr Google Docs nutzen und so weiter und so fort. Also wenn diese Dienste nicht einen Mehrwert bieten würden oder wenn nicht akzeptiert würden, dann würden sie nicht genutzt. Ein Problem, was beim Cloud Computing sicherlich besteht, ist, dass da einfach so unheimlich viel miteinander auch verquickt wird. Da denkt der Erste, der denkt eben an seine Dropbox und weiß aber wieder nicht, dass Dropbox die Daten gar nicht selbst speichert, sondern dass sie am Ende bei wem ganz anders landen, was auch gar nicht schlimm sein muss. Der Nächste denkt an Applikationen, wie in Google Docs oder so weiter. Der Nächste denkt an irgendwie Streaming-Media und kauft sich einfach keine Musik oder keine Filme mehr, sondern streamt sie eben mit Netflix oder über alles, was mit i anfängt. Also da ist zum einen, kommt glaube ich, ein Großteil der Verunsicherung daher, dass dieser Begriff Cloud einfach so allumfassend verwendet wird und Menschen so ein nebulöses Gefühl eben davon haben, was ist damit jetzt eigentlich gemeint, und ich kann es gar nicht so richtig erfassen. Dann ist es auf der anderen Seite natürlich so, dass wir zu einem bestimmten Maß, wenn wir Cloud-Dienste nutzen oder Cloud-Anwendungen nutzen, einfach darauf vertrauen, zu einem bestimmten Maß darauf vertrauen müssen, dass ein Anbieter die Daten vernünftig behandelt, dass er sie nicht einfach irgendwelchen unberechtigten Parteien weitergibt, dass er dafür sorgt, dass die Daten auch immer verfügbar sind, dass der Dienst auch in x Jahren noch existiert. Ich muss so einem Dienst vertrauen, dass er nicht in 3-4 Jahren auf einmal auf die Idee kommt, horrende Gebühren dafür zu verlangen, dass ich auf meine Daten irgendwie zugreifen darf und solche Dinge. Also da ist natürlich eine ganze Menge Vertrauen im Spiel und Vertrauen auch notwendig. Ich denke aber, da kann man auch einiges tun, da kann man in technischer Sicht einiges tun, was so die unberechtigte Einsicht in bestimmte Daten irgendwie angeht. Da wird man auch regulatorisch noch einiges tun können und tun müssen. Da ist auch einiges auf dem Weg schon, wenn es eben darum geht, dass ich auf Daten, die ich einem bestimmten Anbieter mal anvertraut habe, auch immer zugreifen darf. Und die im Zweifel auch wieder zu einem anderen Anbieter ohne große Kosten migrieren kann. Und so eine ganz, ganz große Diskussion im Kontext der EU-Datenschutzgrundverordnung, die im Moment diskutiert wird. Ich denke aber, da kann man durch, also ich bin da durchaus positiv gestimmt, da ist noch einiges zu tun, da wird aber auch was passieren, da bin ich durchaus positiv gestimmt.